Bild TV ist sauer. Genauer gesagt Bild TV Frontfrau Nina Schink. Denn Deutschland wird von einem riesigen Skandal erschüttert. Wollen die Grünen uns eigentlich die Lebensfreude verbieten? Wie ich darauf komme? Der Gesundheitspolitiker Janosch Stahmen hält die Ausrichtung des Oktoberfestes in München für unvernünftig. Geht's noch? Ja. Geht schon noch, danke. Denn das Oktoberfest wird wahrscheinlich trotzdem stattfinden, auch wenn manche Grüne vielleicht Bedenken haben wegen Corona. Aber für einen Aufreger bei Nina Schink reicht's. Denn genau das ist ihr Markenzeichen. Mein Name ist Nina Schink und ich freue mich, heute Abend mit meinem Aufreger des Tages starten zu dürfen. Ich möchte jetzt über einen Irrsinn sprechen, der mich seit Monaten aufregt. Und zwar habe ich heute mich wirklich aufgeregt. So aufgeregt, dass ich fast geplatzt bin in meinem Kopf, weil ich es so furchtbar finde. Im Kopf explodiert. Wir haben exklusives Bildmaterial. Die erste Uni sperrt ungeimpfte Studenten aus. Was Nina Schink so alles aufregt und warum sie als Gesicht von Bild TV in den letzten Monaten immer wichtiger für den Laden geworden ist. Ich bin sauer. Geht's noch? Schlicht und einfach sauer. Ich finde es furchtbar. Und ich frag mich, wo das hinführt auf die Dauer. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin sauer. Angreifen, das Gegenteil von ausloslassen. Bei Bild TV ist dafür vor allem eine Person zuständig, Nina Schink. Gerade erst gegen den gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen. Warum vermisst uns Janosch Stahmen die Sommerlaune und prophezeit Dinge, die er gar nicht hervorsehen kann? Ja, was glaubt ihr denn, wer er ist? Etwa Nostradamen? Und ja, es ist Wortwitz-Donnerstag und 30 Grad hier in München. Schink ist bei Bild dauerpräsent. Sie moderiert die Talkshow Viertel nach acht. Und viel wichtiger, sie ist die politische Kommentatorin des Senders. Deutschlands aktuell für mich unfähigste Ministerin. Unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Meine These heute Abend ist nämlich, dass Karl Lauterbach sollte Karl Leiserbach werden. Juhu, auch in Berlin, Wortwitz Donnerstag. Auf billige Wortspiele hat Nina also Baerbock. Immer feste drauf, das ist ihre Rolle. So ist sie uns schon ein paar Mal aufgefallen. Sehr oft geht es bei ihr gegen die Grünen. Jetzt kommt die ganze Wut von Nina Schink. Oh, die ganze Wut nicht. So wütend bin ich gar nicht. Ich bin eher wütend auf den Lockdown als auf Annalena Baerbock. Aber auch das macht mich schon ein wenig wütend. Nicht rasend, aber wütend. Tja, rasend wird sie nur auf der Autobahn. Ja, wenn die Grünen das bis dahin nicht auch noch verboten haben dürfen. Über ihre Abneigung gegen die Grünen hat Schink ein ganzes Buch geschrieben. Ich bin nicht grün, ein Plädoyer für die Freiheit. Für ihr Buch macht sie in Interviews Werbung, zum Beispiel bei einem Finanzforum bei der Wirtschaftselite. Ich sag immer, die Grünen sind wie so eine Wassermelone, außen grün und innen rot. Haha, nicht so viel trinken, Markus. Ich mag, was ich will. Ja, und was für eine Wortwitz-Metapher von Frau Schink da. Das ist übrigens nichts Neues, denn bei Axel Springer gibt es jetzt einen Trend. Es gibt sogar Poetry Slam-Veranstaltungen dafür. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Axel Springer Metaphernwettbewerb. Der erste Beitrag kommt natürlich von mir selbst. Archäologen sind wie Junkies, immer auf der Suche nach dem nächsten Stein. Kinder sind wie eine Pauke. Wenn man sie schlägt, hört man einen Ton. Und einen habe ich noch. Print ist wie Axel Springer. Tot. Frau Schinks größtes Problem mit den Grünen ist aber was anderes. Und das ist genau auf Springerlinie. Für mich sind die Grünen nach wie vor eine Verbotspartei und deswegen hasse ich sie. Ja, was sollen die Grünen machen? Es ihr verbieten? Mit diesem Programm wurde sie auch zum Beispiel von den Osthessen News eingeladen. Das Buch braucht auch maximale Ablehnung. Also das Buch ist dafür geschrieben, vor allem auch für die Kritiker meiner Thesen. Ja, genauso habe ich übrigens auch meine Bachelorarbeit verteidigt. Warum diese Strategie perfekt zu Bild passt, das haben wir ihn hier gefragt. Den Journalisten Frederik von Castell. Er hat sich unter anderem mit Schinks Social Media Präsenz auseinandergesetzt und meint, was man Nina Schink da aus Bildsicht wahrscheinlich zugute hält, ist, dass Nina Schink das Provozieren und aber auch die Reaktion auf die Provokation in sozialen Netzwerken aushält. Und diese Provokation, die zahlen natürlich auf die Marke ein, die Bild sich schaffen möchte. Die Grünen sind aber bei Weitem nicht ihr einziger Aufreger. Ihre Hottakes knallt sie auch zu ganz anderen Themen raus. Vor ein paar Tagen zum Beispiel.
Während ich mir ein H&M-Plakat mit XXL-Model anschaue, frage ich mich, darf man sich eigentlich nach der Zeit sehnen, in der Models noch aussahen wie Models? Also, dass Modeln noch ein Hochleistungssport war? Ich denke das nicht. Und natürlich brennt Nena Schink auch für das. Wir bleiben bei dem Thema Corona und wir bleiben bei dem Thema Impfpflicht. Meine These heute Abend ist eine Forderung. Die lautet, ich fordere die Politik auf, mich endlich ein für alle Mal in Ruhe zu lassen, was Corona betrifft. Wenn man mit einem VW Diesel einen halben Kilometer fährt, hat man genauso viel CO2 ausgestoßen, wie wenn man die Maske einmal trägt. Gut, also, ich meine, wie sage ich das jetzt? Es ist ja schon ganz unterhaltsam, wie sie sich aufregt. Aber wenn man das jeden Tag macht, das kann doch nicht gesund sein. Könnte sie das nicht wenigstens ein bisschen entspannender gestalten? Ich bin kein Fan der Grünen. Für mich sind die Grünen nach wie vor eine Verbotspartei und deswegen hasse ich sie. Für wie infantil halten die Grünen uns eigentlich? Und zwar habe ich mich heute sehr geärgert über die Grünen. Schink ist so zu einem der bekanntesten Gesichter von Bild geworden. Zur Bild-Konfliktexpertin. Sie ist nicht mehr nur Moderatorin, sondern Kollege Kai Weise interviewt sie jetzt als Schlagzeilenlieferantin. Darüber wollen wir streiten hier im Studio mit unserer Bild-Kollegin, Kolumnistin Nena Schink, die sich seit Tagen, seit Wochen aufregt über diese Quarantäneregeln. Ja, und damit wird sie für Bild selbst zur Geschichte. Aus ihren Aussagen werden Überschriften für Videos. Das ist ja grenzgenial. Damit erinnert sie uns an jemanden, der das noch vor ein paar Monaten gemacht hat, in der gleichen Rolle mit Moderator Kai Weise. Das gibt's doch nicht, Julian Bild, Chefredakteur Julian Reichelt, dass wir uns auch an diese Regeln halten müssen, selbst wenn wir mittlerweile zu großen Teilen 34 Millionen Deutsche geimpft sind, voll durchgeimpft. Ja, danke, Julian. Reichelt ist weg. Und Nena Schink hat on-air die Rolle des Ex-Chefredakteurs übernommen. Aber sie macht das anders. Julian Reichelt ist letztendlich auch als One-Man-Show aufgetreten, sich hingestellt und hat seine Meinung vertreten. Bei Nena Schink ist es mehr so, dass sie eine Blase um sich herum schafft aus Personen, die ähnlicher Meinung sind und die dann letztendlich eigentlich nur sie als Stichwortgeberin brauchen, um rauszuposaunen, was sie loswerden wollen. Schink ist vor 2 Jahren zu Bild gekommen. Da hat Reichelt gerade Bild-TV aufgebaut, sein Herzensprojekt. Als er gehen musste, war sie entsprechend traurig und hatte liebe Worte für Reichelt zum Abschied. Vielen herzlichen Dank. Es ist toll, für einen Mann zu arbeiten, der ihm immer das Gefühl es gibt, the sky is the limit und nicht die letzten Tage des Journalismus liegen hinter uns. Und jetzt in der Post-Reichelt-Ära bestimmt sie den Ton. Lohnt sich denn das für Bild? Wenn man den Reaktionen in sozialen Netzwerken und Followerschaft, die sie hat, in größeren Teilen glauben mag, dann erfährt sie da große Zustimmung. Wunderbar. Schauen wir nun, ob das Bier wieder aufgewischt wurde. Und Markus, wie findest du Nena Schink? Nena Schink ist beeindruckend. Die Frau ist ja quasi ein Ein-Frau-Schink-Tank. Entschuldige den Schinkelklopfer, aber ich bin in Gedanken wohl schon im Urlaub in meiner spanischen Schinka. Da ist nächste Woche Cinco de Mayo und es gibt immer ein schönes Feuerwerk. Vielen Dank. Ich persönlich finde Nena Schink ja schon unterhaltsam. Und man kann ja jemanden unterhaltsam finden und trotzdem seine Thesen gleichzeitig blöd. Ich meine, wäre dumm, wenn das gar nicht mehr ginge. Aber was meint ihr? Ist es gut, dass Nena Schink mit zugespitzten Thesen die Diskussion anregt? Oder findet ihr das nicht so gut und sagt, deswegen hasse ich sie? Machen wir es kurz, die warten nicht mit dem Feuerwerk. Hier abonnieren, hier weiteres Video von uns und hier von Worldwide Wohnzimmer. 3 Aussie-Ottos, 0,1099 Antworten auf die harschesten Kritiken.